Sofort aufstehen und nie wieder snoosen. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach. Und heute besprechen wir, wie du, wenn der Wecker morgens klingelt, du einfach mal volle Kanne aufstehst und nicht noch 10, 20, 30, 40, 50 Minuten im Bett rumliegst, ein bisschen auf Instagram abchillst oder, keine Ahnung, noch weiter schläfst, sondern direkt aufstehst, deinen Tag richtig startest und dann so schlussendlich auch in der Schule bestens performen kannst. Es gibt nur einen einzigen Weg, wie du snoosen wirklich effektiv beseitigen kannst. Und zwar, leg dein Handy einfach nicht möglichst weit weg von dir, sagen wir mal so 3 Meter, so dass du garantiert aufstehen musst, um den Wecker auszuschalten. Ich weiß, das ist eine brutale Variante. Ich weiß, dass man das vielleicht schon mal gehört hat. Ja, kann ich schon machen, aber seriously, es ist die einzige Möglichkeit. Es ist die einzige Möglichkeit, weil du wirst nicht aufstehen wollen. Du wirst nicht aufstehen wollen. Das hat auch nichts damit zu tun, dass du faul wärst oder nicht motiviert wärst. Ich habe so Bock auf mein Leben, okay? Ich habe so Bock auf meinen Job. Ich habe so Bock auf die Dinge, die ich jeden Tag tue. Und trotzdem, wenn morgens der Wecker klingelt, dann stehe ich auch so auf. Es ist normal. Du hast gerade 6, 7, 8, 9, 10 Stunden gepennt. Natürlich, wenn auf einmal ein bist du nicht begeistert. Natürlich nicht. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass du dir, bevor du in die Situation kommst, wo du keinen Bock hast aufzustehen, dir schon die Wahl abgenommen hast. Denn in dem Moment, wo der Wecker da drüben klingelt, musst du aufstehen. Du musst einfach aufstehen. Es geht nicht anders. Ideal ist es noch, wenn deine Eltern einfach im Zimmer daneben sind und einfach sonst aufstehen würden und dich zusammenscheißen würden oder was weiß ich. Beste Motivation. Aber eine Sache dazu noch. Bitte mach das auch nicht so hardcore, wie ich es gerade beschrieben habe. Weil, wenn du es wirklich so machst, dass du einfach einen ultralauten, ultranervigen Klingelton anmachst und dann von dir erwartest, und deinem Körper vor allem auch erwartest, dass in der Sekunde, wo das Ding angeht, du aus deinem Tiefschlaf und sofort aufstehst, das hat nichts mit Sinn zu tun, okay? Und das ist garantiert auch nicht gesund und ist auch sehr, sehr schwer dafür, dass schlussendlich die Motivation zu finden, weil du stehst auch die ganze Zeit mit Stress auf. Das macht auch keinen Sinn. Sondern, es gibt mal einen richtigen Lifehack von Leo, okay? Wie ich das Ganze mache, so ich mache nämlich genau die gleiche Strategie, aber mit einem kleinen Tweak, mit einem kleinen Hack, wo das Ganze einfach wesentlich angenehmer wird, nicht so, ich muss aufstehen, wird. Und zwar machst du dir nicht nur einen Klingelton, sondern zwei. Und zwar geht bei mir beispielsweise um 6 Uhr, geht bei mir ein mega entspannter Klingelton, von dem ich aufwach, aber es ist mehr so ein, der ist auch leiser, der ist ruhig. Ja, ich wach auf und er erschreckt mich vielleicht auch ein bisschen kurz, klar, weil du musst ja aufwachen, wenn du in einem drüber pennst, macht es auch keinen Sinn, du musst schon da aufwachen, aber ich kann auf jeden Fall währenddessen noch im Bett liegen bleiben und bin ich so mega abgefuckt. Das ist schon so okay, schon nervig, dass jetzt dann noch so ein Klingelton ist, aber es ist so, ja, lieber höre ich mir es anders aufzustehen. Und dann machst du 5 Minuten später, in meinem Fall, also um 6.05 Uhr, machst du dann noch einen Klingelton, der richtig auf die Nerven geht. Ich persönlich habe mir meinen eigenen Klingelton aufgesprochen. Also es ist einfach eine Audiodatei, die ungefähr so geht. Leo. Leo. Leo, steh auf. Komm. Leo, steh auf. Steh auf. Und dann werde ich immer lauter und dann irgendwann richtig böse. Ich habe diese Sprachnachricht noch nie länger als 20 Sekunden angehört, weil ich immer keinen Bock mehr habe, mir selbst zuzuhören. Aber die wird am Ende richtig aggressiv. So, Leo, steh jetzt auf! Ich habe es einmal aufgenommen, aber ich habe es mir seitdem nicht mehr angehört. Aber das könnt ihr machen oder ihr macht einfach einen aggressiveren Klingelton, wo ihr einfach garantiert aufstehen müsst, wo ihr es auch gar nicht ertragen würdet, da noch länger im Bett liegen zu bleiben. Weil dann habt ihr die perfekte Kombination aus, du wachst auf, kannst aber noch liegen bleiben, was für dich als Motivation auch für deinen Körper einfach gesünder ist. Aber gleichzeitig weißt du eigentlich, okay, in diesen 5 Minuten muss ich eigentlich schon aufstehen, kannst du mich auch 10 Minuten theoretisch machen. Und weißt, okay, entweder ich stehe jetzt auf bei dem angenehmen Klingelton oder es kommt eh gleich der Hardcore-Klingelton und dann muss ich sowieso aufstehen. Ich bleibe immer bis zum Hardcore-Klingelton liegen, so, ist aber auch egal, weil am Ende des Tages bist du dann direkt aufgestanden. Und das ist einfach die beste Strategy. Wenn ihr das macht, es wird garantiert funktionieren, weil ihr habt keine Wahl. Und es wird auch nicht so mega abfuckmäßig. Deswegen macht es. Just do it, wie es Nike sagen würde. Und es ist einfach so true.
Deswegen nehmt euch vorher die Entscheidung ab, dann wird es garantiert funktionieren. Und ihr werdet einfach viel besser den Tag starten, ihr werdet immer frisch aufstehen, ihr werdet nicht gleich am Handy sein. Ihr habt mehr Bock, mehr Fokus und euer Leben wird einfach allgemein mehr Spaß machen, weil ihr seid viel mehr im Moment, ihr werdet mehr Dinge schaffen, erledigen. Ihr habt nachmittags dadurch mehr Freizeit, es bockt sich einfach mehr, okay? Es bockt sich einfach, wenn man direkt in den Tag reinstartet und nicht am Anfang quasi schon sein Leben verpennt. Deswegen setzt das Ganze um, wird euch sehr, sehr stark bereichern. Ansonsten glaube ich, wie man euch. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. I wanna know, what the fuck is a team? Nobody gonna work harder than me. Especially if it's my dream. I can't let none of these looks in a vein. No, most of these blessings I can't even see. Praying that I get to breathe, yeah.